Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dieses Video ist dafür da, um euch allen mal die Panik zu nehmen, die ja ausgebrochen ist, als rauskam, dass die neue Godzilla-Serie bei Apple TV Plus erscheinen wird. Alles cool, macht euch keine Gedanken, ihr werdet alle in den Genuss der Serie kommen. Versprochen. Und damit herzlich willkommen im Anon Kaijuverse, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Kommentare sind ja fast explodiert vor lauter Panik, weil die neue Godzilla-Serie wohl nur auf Apple Plus erscheinen wird und ich kann die Serie da nicht gucken. Das war, glaube ich, einer der häufigsten Kommentare, nicht nur unter meinen Videos, auch in der Gruppe Godzilla Deutschland, die ich euch übrigens nur empfehlen kann. Auf Facebook draufklicken, den kurzen Godzilla-Einstiegstest bestehen und einfach mitdiskutieren. So viel kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Es gibt einfach keinen Grund zur Panik. Ganz im Gegenteil, tatsächlich müsste man so weit gehen und sagen, es ist ein Segen, dass Apple diese Godzilla-Serie produziert. Warum ist das so? Ich habe mich mal ein bisschen mehr mit Apple TV Plus beschäftigt. Und muss sagen, im Gegensatz zu Netflix haben wir hier wirklich nahezu ausnahmslos qualitativ extrem hochwertige Serien. Man kommt nicht dran vorbei, Apple TV Plus mit Amazon Prime Video und eben auch Netflix zu vergleichen. Und deswegen mache ich das hier auch mal ganz schnell. Netflix ist so ein bisschen der Ablageort für Schrott geworden. Die machen schon sehr viel Mist. Und da muss ich auch nochmal sagen, ich habe mit dem Pandaman und mit dem lieben Matti zusammen einen Podcast aufgenommen, den ich euch oben mal verlinke. Nee, da. Wo wir auch über Witcher gesprochen haben und da ist mir das auch aufgefallen, dass sogar eine Serie wie Witcher bestimmte Abstriche macht, wo man sich einfach denkt, Netflix halt, ne? Da waren es eben die Kostüme, die einfach aussehen wie Cosplay. Amazon macht es dann teilweise besser, was die Qualität angeht und dafür beenden die ihre Serien ab und zu nicht. Also es gibt teilweise Serien wie zum Beispiel American Gods, wo sie hier und da mal falsch abgebogen sind, statt aber einfach zu sagen, okay, wir nehmen jetzt nochmal das Geld und die Arbeit auf uns und versuchen das nochmal in die richtige Richtung zu drehen, wird die Serie einfach gecancelt. Fans wie ich stehen auf einmal blöd da und denken sich, ja, nach Staffel 3 gibt es einen dicken Cliffhanger, geht einfach nicht mehr weiter. Dazu haben sie noch eine weitere Serie veröffentlicht, ich den Namen jetzt wieder vergessen, ich weiß nur, dass die ziemlich cool gewesen ist. Und auch da hat man dann gesagt, na nee, das ist ja noch eine Superhelden-Serie, die irgendwie ist wie Invincible und aber auch wie The Boys, also machen wir die einfach nicht weiter. Ey, Staffel 2 erscheint nicht. Die Schwierigkeiten hat Amazon TV Plus wohl nicht. Da macht man sich anscheinend wesentlich mehr Gedanken drüber, okay, macht die Serie jetzt Sinn? Wenn ja, go, und dann wird die aber auch bis zum Finale durchgeleppert. Ich habe da jetzt mal reingeschaut und muss euch mal ein paar wirkliche Vorteile von diesem Apple TV Plus sagen. Und nein, ich werde dafür nicht bezahlt, das zu sagen. Und nein, ich bin auch kein Apple-Fanboy, obwohl ich einige Apple-Produkte habe. Das ist ganz wichtig zu erklären, wenn etwas scheiße ist. Ich verspreche euch, dann sage ich auch ganz klipp und klar, ich finde das scheiße. Apple TV Plus gehört nicht mit dazu. Die Produktionen sind sehr hochwertig. Teilweise kursieren ja auch schon Zahlen herum, in welchem sechsstelligen Bereich sich die jeweiligen Folgen der neue Godzilla-Serie drehen werden. Das habe ich in dem Video hier vorher mal besprochen. Ich werde es euch hier gerade mal einblenden. Und da merkt man wirklich auch schon, hier wird einiges an Geld reingebuttert. Schaut euch wirklich mal auf Apple TV Plus die ein oder andere Serie an. Denn ihr könnt in der Regel immer die ersten Folgen einer Serie auf Apple TV Plus kostenlos gucken, ob ihr einen Account habt oder nicht. Hier muss ich ganz kurz nochmal einhaken und mich selbst korrigieren. Apple TV Plus bietet lediglich auf den Apple-Produkten jeweils die erste Folge kostenlos an. Wenn ihr das Ganze auf einem Windows-Gerät oder auf einem Samsung-Gerät oder wie auch immer schauen solltet, dann müsst ihr von Anfang an den Betrag von 4,99 € zahlen. Und da könnt ihr mal so reinschauen und egal was ihr anklickt, ihr merkt, das ist alles von der Machart her total hochwertig produziert. Deswegen habe ich damit habe ich da wenige Bedenken, habe damit auch gar keine Schwierigkeiten, da es auf Apple TV Plus kommt. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Kann ich die Serie überhaupt schauen? Natürlich, jeder von euch wird diese Serie schauen können und ich packe sogar noch einen drauf und sage, jeder von euch wird die Serie kostenlos schauen können, komplett legal. Wir fangen erstmal damit an, kann ich die Serie überhaupt schauen? Ja, definitiv. Du brauchst dafür kein Apple TV, du brauchst dafür kein Apple-Produkt, du brauchst dafür nicht mal einen Rechner. Du kannst auf verschiedenen Wegen zu dieser Serie kommen. Nur als Beispiel. Ich habe mir jetzt hier auf meinem alten iPhone SE, das keine Ahnung, wann das rausgekommen ist, habe ich mir jetzt einfach mal im App Store die Apple TV Plus App runtergeladen. Es läuft alles einwandfrei, kann ich mir eben hier ruckzuck die Serien aussuchen, kann das Handy dann per HDMI-Adapter mit HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden. Und so zum Beispiel
die Serie schauen. Wenn du jetzt aber sagst, boah, nee, ich habe gar kein Apple-Handy, Mann, ich will das nicht, ich finde Apple total Quatsch, das macht gar nichts, weil du auch mit jedem anderen Gerät in den Genuss kommen kannst, Apple TV Plus zu gucken. Und zwar über die Seite, die ich dir jetzt mal hier einblende. Also über einen ganz normalen Browser, über diesen URL-Code kannst du Apple TV Plus gucken. Es macht auch keinen Sinn, den hier einzublenden. Ich mache ihn am besten einfach unten in die Beschreibung rein, weil da kannst du direkt draufklicken und dich einfach mal umschauen. Und wie gesagt, du kannst in der Regel von den meisten Serien da die erste Folge schon kostenlos gucken. Erst wenn du weiterschauen möchtest. Möchten die dann wirklich einen minimalen Betrag von 4,99 € haben pro Monat, was vollkommen okay ist. Und ihr merkt, ich bin gerade schon so ein bisschen euphorisch, weil ich habe mich wirklich damit beschäftigt und bin davon ausgegangen, jetzt sagen zu müssen, das wird nicht so cool. Ich mache das aber trotzdem, damit ich eben meine Videos auch darüber machen kann, weil auf diesem Kanal werden zu jeder Episode der neuen Godzilla-Serie, Monarch oder Hourglass, wie auch immer sie am Ende heißen wird, ein Review kommen. Aber ich kann euch dazu wirklich nur sagen, es lohnt sich. Und es lohnt sich so sehr, dass ich wirklich mit dem Gedanken spiele, einfach Netflix bei mir abzubestellen und mir erstmal eine Zeit lang Apple TV Plus zu holen. Die geben sich hier einfach wirklich Mühe und da kann man auch von Apple halten, was man will. Wenn da jetzt natürlich Spezialisten ankommen, die ich auch schon in meinen Kommentaren gesehen habe, Leute, und wirklich sorry an euch, die einfach nur stur sagen, oh, ich will das aber nicht machen, weil es ist halt Apple, das ist mein Grund, dann hast du halt wirklich einfach gelitten. Da kann ich dann nichts dran ändern, aber ansonsten hast du damit keine Schwierigkeiten, die Serie zu schauen. Jetzt kommen wir zum Hauptpunkt, wie kann ich die Serie denn komplett kostenlos gucken? Zum einen gehe ich davon aus, dass ihr auch in der Apple TV Plus Godzilla Serie die erste Folge kostenlos schauen können werdet, spätestens dann, wenn alle Folgen draußen sind. Wenn ihr noch kein Probeabo abgeschlossen habt und nicht so dumm seid, wie ich es jetzt quasi gewesen bin, dann könnt ihr die Serie komplett kostenlos schauen, indem ihr einfach abwartet, bis alle 10 Folgen, die bis jetzt geplant sind, veröffentlicht sind. Und dann macht ihr euch ein 7-Tage-Probe-Abo. In den 7 Tagen könnt ihr dann die Serie durchbinge-watchen. Ihr merkt also schon, es gibt keinen Grund, sich jetzt hier darüber aufzuregen, dass die Serie auf Apple TV Plus läuft. Ihr kommt auf jeden Fall in den Genuss irgendwie. Wenn ihr jetzt euer Probeabo schon verschwendet habt, sage ich ganz ehrlich, ey, 4,99 € im Monat, guck dir halt die Serie an, dann zahlst du einmalig 4,99 €. Und danach kannst du das wieder deabonnieren. Für 4,99 € kannst du dir dann einfach 10 Stunden lang Godzilla-Content anschauen. Es gibt Schlimmeres im Leben. Auf den meisten Smart-TVs gibt es übrigens auch die App. Wenn ihr kein Smart TV habt, der die App unterstützt, dann könnt ihr das Ganze auch mit so einem Amazon Fire Stick machen oder ihr macht es einfach so, wie ich es machen werde. Ich werde meinen Laptop nehmen, werde mich auf meinem Laptop anmelden oder eben auf dem Handy und das Ganze dann eben mit dem Fernseher verbinden und so werde ich dann eben die Serie schauen. Und damit hat sich das aber auch schon wieder gegessen. Es gibt also zahlreiche Möglichkeiten, die Serie zu schauen, für wenig Geld oder wenn ihr Glück habt, für gar kein Geld. Jetzt wird hier schon wieder rumgemeckert, ohne erstmal vorher zu überlegen, ist das überhaupt so schlimm? Und die Antwort ist ganz klar, nein, es ist nicht so schlimm. Lasst mich eure Gedanken zu dem Thema wissen. Seid ihr auch so hardcore gegen Apple und deswegen schaue ich mir Godzilla nicht an, weil es bei Apple ist? Oder sagt ihr eben einfach, ey, scheiß doch drauf, ich will die Serie sehen, entweder umsonst oder halt für 4,99 € im Monat, was soll's? Falls ihr es übrigens noch nicht mitbekommen habt, sämtlicher Content, der nichts mit Godzilla zu tun hat, wird bei mir auf meinen Patreon-Account wandern. Das heißt, wenn ihr unten in die Beschreibung reinguckt, habt ihr da meinen Patreon-Account und da werde ich jetzt auch aktuelle Serien- und Filmbesprechungen machen. Die erste wird jetzt eben sein, die neue Netflix-Serie All of Us Are Dead. Da werde ich immer im Doppelpack die Episoden besprechen. Das heißt, einfach auf den Link draufklicken, Teil des Anon Kaijuverse Patreons-Team werden und dann könnt ihr da auch mitdiskutieren. Ansonsten würde ich einfach sagen, schaut euch mal dieses Video hier an. Wenn ihr wissen möchtet, was die Power Rangers eigentlich im Godzilla-Universum zu suchen haben oder klickt auf das Video da unten, wenn ihr Interesse daran habt, herauszufinden, was ich vom allerersten Godzilla von 1945 halte. 54 so rum. Und dann würde ich sagen, das war's schon wieder mit dem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ganz im Gegenteil, tatsächlich müsste man auch einfach sagen, es ist ein Segen, dass die Serie von Godzilla, nicht von Godzilla produziert wird. So ein Schwachsinn.